möchte ein Spiel spielen. Folgendes wird passieren. Finstere Gestalten werden uns besuchen. Aufgaben werden gestellt. Düstere Geschichten erzählt und Bücher, aus denen der Wahnsinn tropft, werden vorgestellt. Das Spiel beginnt jetzt. Und damit moin und herzlich willkommen zu diesem Gänsehaut-Büchertag, mit dem ich sehr gerne meinen Spuktober 2020 einläuten möchte. Ich habe mich zusammen mit der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff und mit der lieben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland zusammengesetzt und wir haben diesen Tag zusammen kreiert, weil wir alle drei sehr, sehr gerne Gruseliges und düstere Geschichten mögen. Hat jeder von uns sich drei Fragen bzw. drei Aufgaben überlegt. Und ja, sie werden uns auch in diesem Video auf jeden Fall kurz besuchen und ihre Fragen kurz vorstellen. Und wenn ihr natürlich wissen möchtet, wie die Antworten bzw. die Lösungen auf die Fragen von den beiden anderen gelöst wird, dann schaut auf jeden Fall auch bei ihren Videos vorbei. Die werde ich natürlich in der Infobox verlinken. Und wir haben die Fragen extra so gestellt, dass man sie zwar auf jeden Fall mit Horror- und Gruselbüchern beantworten kann, aber auch, wenn man kein Grusel oder Horror liest, dass man auch Bücher zeigen kann, die zwar diese Elemente, die die Aufgaben fordern, enthalten sind, aber dass es nicht unbedingt das Genre Horror sein muss. Und deswegen kann auf jeden Fall auch jeder mitmachen. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass wir das gemacht haben und dass wir da so ein bisschen kreativ geworden sind. Ich liebe ja den goldenen, aber auch düsteren Herbst. Und ja, ich habe auch in diesem Monat Geburtstag. Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Aber ich mag einfach diese gruselige Atmosphäre und dann sich Kerzen anzumachen, sich einen Tee zu machen und dabei sich schön schaurig zu gruseln. Wir fangen an mit Sarahs Fragen und wie ihre erste lautet, das wird sie euch natürlich erstmal selbst sagen. Es klappt nicht mit dem gruseligen Lachen. Ich wünsche euch erstmal eine ganz schaurig schöne, tolle Halloween-Zeit mit ganz viel kuscheligen Abenden auf dem Sofa und tollen Spukgeschichten. Und darum soll es ja heute gehen. Und ich habe mir drei Punkte überlegt für unseren Tag und freue mich total, dass wir das zusammen machen, liebe Ramona und liebe Jenny. Und mein erster Punkt wäre Spiegelkabinett. Such dir ein Buch aus, das dich mit deiner Urangst konfrontiert. Also was wirklich so ein Thema zeigt, vor dem du vielleicht schon von klein auf Angst hast. Bei mir fallen da so ein paar Sachen an, ne? Das seht ihr dann, wenn ich den Tag beantworte. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob euch da irgendwie was einfällt und ob ihr auch ein passendes Buch dazu findet. Ein Buch mit einem Thema, was mich schon als Kind geängstigt hat, ist dieses hier. Das Camp, unheimlich schöne Ferien von R.L. Stein, ist in der Reihe Fear Street erschienen, die ich damals schon sehr gerne als Teenie gelesen habe. Ja, das Thema ist jetzt hier nicht omnipräsent, aber auf dem Cover ist es sehr, sehr präsent. Und zwar ist das Thema Spinnen. Ja, das ekelt mich bis in die heutige Zeit. Und wie sie sich bewegen und wie sie aussehen mit ihren eckigen, kantigen Beinen. Und ja, finde ich einfach widerlich. Und Holly begegnet diesen Spinnen halt auch in ihrem Camp, das sie in diesem Sommer besuchen soll, weil sie ihrem Onkel einen Gefallen tun möchte. Er organisiert nämlich diese Camps und er benötigt noch einen Betreuer bzw. eine Betreuerin und Holly übernimmt das, aber sie ist überhaupt kein Naturfreak. Sie mag alles nicht, was krabbelt und kreucht und fleucht und das begegnet ihr dort eben auch. Spinnen, Schlangen, Fledermäuse und zusätzlich passieren immer seltsame Unfälle, wenn sie in der Nähe ist. Jedenfalls glaubt sie, dass es Unfälle sind, bis noch etwas Unheimliches passiert, was sie daran zweifeln lässt, dass das Unfälle sind. Ich finde die Fear Street und auch die Gänsehautbücher unglaublich toll, weil sie so richtig schön reißerisch geschrieben sind und jedes Kapitel mit einem Plot-Twist oder mit einem Cliffhanger irgendwie endet und das bringt richtig viel Spaß und hat mich damals schon echt sehr, sehr gut gegruselt und ja, deswegen habe ich mich jetzt hierfür entschieden. Ich hatte einfach kein Buch, wo eine Angst von mir wirklich ganz omnipräsent
im Zentrum steht. Deswegen habe ich mich jetzt für das Camp hier entschieden. Man könnte natürlich auch von Ängsten reden, die eher emotionaler sind, aber ich dachte, hier passt zu diesem Oktober-Grusel-Video passt dann vielleicht dieses Thema besser. Und da kommen wir schon zur zweiten Aufgabe von der lieben Sarah. Punkt 2 ist Hexe. Gibt es ein Buch in deinem Regal, das einen Protagonisten oder eine Protagonistin vorstellt, die sich gegen falsche Anschuldigungen zur Wehr setzen muss? Also der wirklich übelst nachgedichtet wird. Und genau dieses Buch zeigst du mal. Es muss nicht unbedingt in die Gruselrichtung gehen, aber ich finde, so ein Thema hat ja schon so einen Schrecken für sich fast schon. Ja, bei dem Begriff Sonderling oder auch Außenseiter ist mir sofort ein Buch von meinem Sub eingefallen. Und zwar ist es Das Haus der Monster, The Monster Man of Horror House von Danny King. Das habe ich zwar noch nicht gelesen, aber gleich der erste Satz oder auch auf dem Klappentext erfährt man von unserem Sonderling, der unser Protagonist ist. Es gibt ihn in jeder Kleinstadt, den verrückten alten Sonderling, der allein in einem unheimlichen Haus lebt, das fast so heruntergekommen ist wie er selbst. Ja, und er merkt an, dass er dieser Sonderling ist. Alle glauben, dass er halt ein bisschen seltsam ist und die Jungs der Stadt, die gerne mal Streiche spielen, denken, sie können sich diesen seltsamen Typen mal zur Brust nehmen und dringen in sein Haus ein und beklauen ihn. Und ja, er ist aber nicht so ein hilfloser alter Mann, wie man denkt, sondern er hat schon viele Abenteuer erlebt und ist ziemlich badass und will sich an den Jungen rächen und gibt denen mal so richtig Kontra. Und er erzählt dann wahrscheinlich auch von seinen ganzen Abenteuern, die mit Vampiren, Dämonen, Geistern und Werwölfen zu tun hat. Das Ganze ist auch so ein bisschen humoristisch geschrieben und ist bestimmt wirklich ein cooles Abenteuer. Gruselbuch, was man jetzt so im Herbst lesen kann. Ja, und da kommen wir schon zum Punkt, vor dem ich auch schon von klein auf Angst habe, weil ich zu früh einen Horrorfilm davon gesehen habe. Und zwar das Thema Clown. Punkt 3 von mir. Zeige ein Buch, was mit einem recht bunten oder fröhlichen Cover daherkommt, was aber eine wirklich düstere Geschichte in sich trägt. Vielleicht mit einem gewissen traurigen Thema, mit einem gewissen Schicksalsschlag, vielleicht auch wirklich mit einer Horror-Grusel-Geschichte. Und ich freue mich total darauf zu sehen, welche Bücher ihr euch da herausgepickt habt, was für Schätze. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. So cool ich diese Aufgabe auch finde, war es jetzt sehr, sehr schwer für mich, diese zu lösen. Denn die meisten Cover, wo etwas Gruseliges oder Düsteres drin ist, sind auch meistens düster, sind schwarz, sind dunkelblau. Manchmal weiß, aber auch da sieht das jetzt nicht fröhlich oder bunt aus. Ich habe jetzt ein Buch gefunden. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um per se Grusel oder Horror. Ich zeige euch es einmal. Ich und die anderen von Matt Ruff ist auf jeden Fall ein sehr knalliges, buntes Cover. Und auch vom Klappentext her wird man schon denken, dass es sich hierbei eher um eine komische und satirische, sarkastische Geschichte handelt. Eine sehr skurrile, aber eben sehr unterhaltsam. Und das habe ich hier erwartet, habe ich zum Teil auch bekommen, aber eben nicht nur. Da hat sich noch einiges dahinter verborgen. Ein irrer Trip durch die menschliche Psyche. Ja, es geht hier um einen jungen Mann, der mehrere Persönlichkeiten in sich trägt. Und er hat es aber so unter Kontrolle gebracht, dass er in seinem Kopf ein Haus gebaut hat und dort diese verschiedenen Persönlichkeiten wohnen lässt. Und immer wenn sie auf den Balkon treten des Hauses, dann treten sie auch in die Realität und dann übernehmen können sie auch so ein bisschen seinen Körper übernehmen. Und jeder möchte natürlich auch ein bisschen Körperzeit haben und möchte bestimmte Dinge in der Realität tun. Und so muss er sich irgendwie mit diesen arrangieren und auch natürlich in seiner Realität klarkommen. Aber mit diesem Unterfangen, mit diesem Trick hat er sich ganz gut eingelebt und er hat auch eine gute Arbeit gefunden, wo er sich ausleben kann und nicht zu sehr auffällt. Und ja, dann kommt aber eine neue Kollegin, die scheinbar dasselbe Problem, dieselbe psychische Krankheit wie er hat, dass sie mehrere Persönlichkeiten in sich trägt und sie immer wieder ihr Gedächtnis verliert und nicht mehr weiß, was sie in den letzten Stunden getan hat und ja, total zwiegespalten ist. Und ja, seine Chefin, der von seiner Eigenart weiß und dass er damit gut klarkommt, oder nee, war das
nicht seine Chefin, sondern seine Ärztin. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wer ihn darauf bringt. Jedenfalls wird er gebeten, sich um sie zu kümmern, dass er ihr vielleicht nicht helfen kann, weil er es ja auch geschafft hat, sich irgendwie zu arrangieren. Aber sie will es gar nicht wahrhaben, dass sie diese verschiedenen Persönlichkeiten in sich trägt. Und währenddessen er mit ihr Zeit verbringt, bricht auch bei ihm eine alte Wunde auf. Und man merkt, dass er auch immer noch nicht damit abgeschlossen hat, mit seinen Problemen. Und das ist zwar eine Übergangslösung, eine gute Übergangslösung mit dem Haus war, aber dass das sehr schnell anfängt zu bröckeln, sobald er sich halt mit diesem Problem wieder beschäftigt. Sehr unterhaltsam war es, wie die verschiedenen Persönlichkeiten der beiden miteinander agieren. Also die Dialoge zwischen den beiden waren extrem unterhaltsam, aber auch seine Gedankengänge innerhalb der verschiedenen Persönlichkeiten in seinem Haus, die halt unterschiedlicher nicht sein könnten, waren wirklich sehr skurril und unterhaltsam. Allerdings steckt hinter so einer Krankheit natürlich immer auch ein Grund. Und dieser Grund ist natürlich sehr einschneidend, warum sich überhaupt diese Persönlichkeiten abspalten. Hat meist oder oft was mit Gewalt oder großen Emotionen oder eben auch Verdrängung zu tun. Und das wird dann tatsächlich zu einem Roadtrip, wie das hier auch irgendwie steht. Naja, gut, hier steht Trip. Also es ist schon irgendwie eine Roadtrip-Geschichte. Sie fahren zurück an Orte ihrer Vergangenheit und so wühlen sie natürlich in der Vergangenheit herum. Und was damals mit den beiden geschehen ist, warum sie diese Persönlichkeitsabspaltung entwickelt haben, das hat mich dann doch schockiert. Und da waren auch Szenen dabei, die ich wirklich sehr düster und einnehmend und beängstigend fand. Das hat mich dann hinter diesem skurrilen und lustigen Cover anscheinend doch überrascht, aber auch positiv überrascht. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Dieses Buch wird auch später noch zu einer anderen Aufgabe passen. Da musste ich mich entscheiden, zu welcher Aufgabe ich dieses Buch packe. Ich habe dann schlussendlich für eine andere Aufgabe noch ein Buch gefunden und deswegen habe ich das jetzt so verteilt. Machen wir weiter mit den nächsten drei Aufgaben, die von mir stammen. Viertens, zeige ein Buch, in dem ein Spukhaus eine besondere Rolle spielt. In dem Fall muss es sich nicht unbedingt um ein Spukhaus handeln, sondern kann auch einfach ein ganz normal anderes Gebäude sein, das aber dennoch eine große Rolle in dem Roman oder in dem Thriller oder was auch immer spielt. Zu dieser Frage hätte ich euch unendlich viele Bücher aus meinem Regal zeigen können, denn das ist genau mein Beuteschema. Wenn es um ein düsteres Gebäude geht, das eine sehr, sehr düstere Vergangenheit hat und wo auch wirklich finstere Gestalten umherwandeln und selbst halt eine große Rolle in der Geschichte spielt. Dadurch wird halt auch meist eine wirklich schön gruselige Atmosphäre geschaffen. Wenn es auch noch Geheimräume, Geheimverstecke, Geheimgänge gibt, dann bin ich total dabei. Ich habe mich für das Tagebuch der Ellen Rimbauer, Mein Leben auf Rose Red, entschieden. Es ist ein besonderes Buch für mich, weil es sozusagen die Vorgeschichte zu einem meiner Lieblingshorrorfilme ist. Aus der Teenie-Jugendzeit habe ich oft und gerne Haus der Verdammnis geschaut. Das ist aus der Feder von Stephen King stammt. Das habe ich erst später erfahren, dass er auch dort, wie so oft in seinen Filmen, eine kleine Mini-Rolle übernimmt, die meistens sehr skurril ist. Habe ich auch erst später erfahren. Umso cooler fand ich es. Ja, und hier spielt eben ein großes Gebäude eine Rolle. Rose Red wird es genannt. Wirklich ein großes Anwesen, das scheinbar sich selbst weiterbaut. Immer weiter baut und baut. Und die Gänge sich verändern und nicht mehr dorthin führen, wo sie kürzlich hingeführt haben. Oh ja, und dieses Haus, dieses Gebäude, muss man ja eigentlich schon sagen, wird untersucht von mehreren Leuten, von einer Forschergruppe, die halt verschiedene Fähigkeiten haben, übernatürliche Fähigkeiten. Und hier ist eben die, wie heißt sie nochmal, Dr. Joyce Reardon, genau, die halt sich mit diesen übernatürlichen irgendwie beschäftigt, hat sie halt eben diese verschiedenen Leute zusammengetrommelt und möchte dieses Haus jetzt, glaube ich, weiß nicht, für ein Wochenende oder für eine Woche besuchen und da passiert natürlich Unheimliches. Ja, und dieses Haus, wie ich schon sagte, hat natürlich auch eine düstere Vergangenheit und von dieser Vergangenheit berichtet dieses Buch. Ellen Rimbauer ist die Frau,
die mit ihrem Mann dieses Haus bauen lässt. Und sie berichtet halt, wie sie in dieses Haus einzieht, wie sie mit diesem Haus verbunden ist und wie dieses Haus sich nach und nach baut und seltsame Unfälle passieren während des Baus, als ob sich das Haus von diesen Toten ernähren würde. Hier ist dann auch nochmal so ein cooler Grundriss. Und es ist auch wie ein Tagebuch gestaltet, hat ab und zu mal so Zeichnungen drin. Und was ich halt super cool finde, es steht nirgendwo in diesem Buch ein Autor drin. Es steht drauf, es wurde herausgegeben von Dr. Joyce Reardon, die halt in diesem Film eine Rolle spielt. Und somit wird halt uns suggeriert, dass es diese Dr. Joyce Reardon tatsächlich gegeben hat und auch tatsächlich Ellen Rimbauer gegeben hat und sie einfach nur diese Tagebücher entdeckt hat und sie nun herausgibt. Es gibt auch eine Website, wo man raufgehen kann, wo es alles Wissenswerte über dieses Haus gibt. Auch da findet man es nicht. Es wurde spekuliert, ob dieses Buch aus der Feder von Stephen King geschrieben wurde oder ob es jemand anders geschrieben hat. Ich glaube, die Meinung, dass er es nicht geschrieben hat, ist so am meisten vertreten. Finde ich aber nicht so schlimm. Ich finde es einfach cool gemacht. Dadurch, dass es schon so vergilbt ist, ich weiß gar nicht, ob das extra so gemacht wurde, ich finde aber, es passt perfekt irgendwie dazu, kann ich euch sehr empfehlen, halt wirklich mit dieser Kombination. Ich habe auch gehört, dass es hierzu ein Buch geben soll. Das habe ich aber irgendwie noch nicht entdeckt. Mal schauen, ob ich mir da nochmal das Buch anschaffen werde, aber hier hat es halt den Film erst gegeben und ich glaube dann nachher das Buch zum Film. Hier, das ist, gab es erst das Buch. Steht hier auch sogar drauf, das Tagebuch der Ellen Rimbaud, dass es jetzt erhältlich ist. Ja, die gehören eben zusammen. Und das ist ein Haus, was wirklich lebt im wortwörtlichen Sinne und sich selbst weiter baut und weiterentwickelt und sich ändert. Und das hat wirklich sehr, sehr gruselige Atmosphäre geschaffen. Fünftens, Legenden und Mythen. Zeige ein Buch, das auf einer Legende oder auf einer angeblich wahren Begebenheit beruht. Auch diese Aufgabe enthält ein Element, was ich sehr an der Horrorliteratur schätze, nämlich wenn Legenden und Sagen sehr gut recherchiert und eben auch ausgeschmückt und erweitert werden für die eigene Geschichte, macht mir das sehr viel Spaß. Ja, auch dafür hätte ich euch mehrere Geschichten in die Kamera halten können. Ich habe mich schlussendlich jetzt aber für So finster, so kalt von Diana Menschik entschieden. Hier treffen wir auf Merle, die eine besondere Verbindung zu ihrer Großmutter hat. Sie ist nämlich dort aufgewachsen bei ihr. Als diese jedoch stirbt, muss sie zurückkehren in ihr altes Heimatdörfchen, um dort eben ja die Angelegenheit ihrer Großmutter zu klären. Und in dem Nachlass ihrer Oma findet sie ein altes Dokument aus dem 16. Jahrhundert von einem Johannes, der damals auch in diesem Häuschen, in diesem Holzhäuschen der Oma gewohnt hat und von ihm und von seiner Schwester Greta erzählt. Ja, der aufmerksame Zuschauer und Zuhörer wird vielleicht sich jetzt denken, worauf das Ganze basiert, nämlich auf dem Volksmärchen Hänsel und Gretel. Ja, das wird Merle auch schnell klar. Sie tut das aber sehr schnell als Aberglaube ab und wundert sich, dass ihre Großmutter dahingehend irgendwie recherchiert hat. Als aber in der Gegenwart Kinder verschwinden und das Haus auch irgendwie immer unheimlicher wird, da fängt sie an, das Ganze vielleicht doch zu glauben und weiter zu recherchieren in der Vergangenheit dieses Hauses. Wir befinden uns zum einen in der Realität zusammen mit Merle, aber auch in der Vergangenheit mit Johannes und Greta. Und diese Greta, ja, mit der ist irgendwas seltsam. Und was es damit auf sich hat und was es jetzt in der Realität wieder zu suchen hat und warum gerade jetzt, dann müsst ihr dieses Büchlein lesen. Es hatte eine sehr, sehr unheimliche Atmosphäre im Wald und dieses kleine Knusperhäuschen der Oma. Und wer jetzt hier böse und ob hier jetzt eine böse Hexe auch noch drin vorkommt, das müsst ihr halt selber lesen. Hat mir damals sehr gefallen. Ich habe schon wieder einiges vergessen, könnte ich also mal wieder rereaden, würde ich sagen. Meine letzte Aufgabe für diesen Tag ist Irrenanstalt. Zeige ein Buch, das in solch einem Setting spielt oder aber eine psychische Krankheit behandelt. Ja, auch hier hätte ich euch wieder Matt Ruff, ich und die anderen zeigen können mit diesen Persönlichkeitsabspaltungen.
Aber ich wollte euch ja nicht zweimal dasselbe Buch zeigen. Deswegen möchte ich euch jetzt Irre Seelen von Graham Masterton vorstellen. Das Buch ist nicht mehr bei mir, deswegen werde ich euch das Ganze kurz einblenden. Graham Masterton wird auch als Meister der Angst betitelt und obwohl das Cover jetzt sehr blutig aussieht, ist es doch viel unterschwelliger und atmosphärischer Grusel, den er in seinen Büchern schafft. Und auch er ist ein Fan von Haunted House Geschichten. Hier spielt das Ganze eben aber auch in einer alten Irrenanstalt. Wir treffen auf Jack, der auf dem Weg nach Hause ist und der ziemlich in Gedanken ist, denn er hat zurzeit viele Probleme. In seiner Ehe kriselt es und er steckt auch irgendwie mitten in den Midlife-Crisis, denn er weiß nicht so richtig, was mit seinem Leben anzufangen. Er liebt zwar seinen Sohn genauso irgendwie wie auch an seine Frau, aber er fühlt sich selbst nicht mehr wohl und weiß nicht, wohin. Ja, dann springt auf einmal mitten in der Nacht halt auf dem Weg nach Hause ein Mädchen vor seinem Auto und er weicht aus und fährt gegen einen Baum. Und nun sucht er sie, weil er denkt, dass sie vielleicht irgendwie verletzt ist und sucht sie im nahegelegenen Wald und er glaubt auch immer im Augenwinkel irgendwie etwas wahrzunehmen, weswegen er auch immer weiter sucht, aber er findet sie nicht. Was er aber findet, ist ein sehr, sehr unheimliches, aber auch altehrwürdiges Gebäude, was ihn sofort gefangen nimmt und fasziniert. Was er noch nicht weiß, ist, dass es eine alte Irrenanstalt ist. Das findet er erst später raus, aber er ist von diesem Gebäude so eingenommen, dass er sofort eine Vision hat, daraus ein Hotel zu machen, eine Anlage zu machen. Und das soll sein neuer Lebensweg sein, seine Selbstfindungsphase hat ein Ende. Er möchte jetzt dieses Projekt umsetzen. Aber allen, denen er das erzählt, die sind davon gar nicht begeistert und allen auch, die dieses Gebäude sehen, die sagen, bist du verrückt, das ist total heruntergekommen und total unheimlich, eine alte Irrenanstalt, wer möchte hier denn bitte Urlaub machen? Aber er will das unbedingt. Seine Frau ist auch total nicht begeistert von dieser Sache und das ja, bringt irgendwie das Fass zum Überlaufen und sie möchte sich von ihm trennen, möchte auf jeden Fall erstmal eine Pause. Sein Sohn entscheidet sich erstmal bei ihm zu bleiben, bei seinem Vater zu bleiben und es kommt irgendwann auch dazu, dass auch er seinem Sohn diese Irrenanstalt zeigt. Ja, diese Irrenanstalt wirkt so, als wäre sie ganz hastig verlassen worden. Nicht als wäre sie geplant, geräumt oder geschlossen worden, sondern es liegen überall noch Alltagsgegenstände, ob Zeitungen, ob Essensgeschirr und so weiter herum. Und deswegen scheint es sehr, sehr plötzlich gewesen zu sein, dass die ganzen Bewohner dort verschwunden sind. Und es wird natürlich so ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt, aber als dann schließlich der kleine Sohn von Jack verschwindet in dem Haus, dann wird es auf einmal ernst. Und er muss sich mit den seltsamen Geräuschen und den seltsamen Vorkommnissen noch mehr beschäftigen, die dort in dem Haus passieren. Wir lernen dann auch nach und nach alte Patienten aus dieser Irrenanstalt kennen und die haben einen Plan. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Es hat mir damals gut gefallen. Ich hatte auch einige Kritikpunkte, weil ich eben fand, dass diese Vergangenheit des Hauses irgendwie noch mehr hätte im Vordergrund stehen können. Das war halt hauptsächlich so am Anfang, dieses Unheimliche im Haus. Und dann hat nachher so ein bisschen noch was anderes eine Rolle gespielt, was ich auch interessant fand. Aber ich hätte es lieber anders gehabt. Es hat von mir 3 Sterne, glaube ich, bekommen und ich habe es dann irgendwann aussortiert. Aber das Setting an sich fand ich natürlich ziemlich cool und ich kann es auf jeden Fall empfehlen und ich möchte von Graham Masterton auf jeden Fall nochmal was lesen. Und nun kommen wir zu Jennys Fragen und diese wird sie euch natürlich selbst präsentieren. Meine Aufgaben für den heutigen Tag sind zum einen Nebel. Zeige ein Buch mit einer sehr dichten Atmosphäre, mit unterschwelligem Grusel. Ja, eine dichte Atmosphäre. Ihr habt es vielleicht öfter mal mitgekriegt. Ich merke es selber beim Schneiden meiner Videos, dass ich dieses Wort atmosphärisch und Atmosphäre sehr, sehr oft sage, wenn ich ein Buch sehr gut finde. Ich musste jetzt aber selbst erstmal überlegen, was ist eigentlich die Definition von einer dichten Atmosphäre, damit ich herausfinden kann, euch jetzt ein sehr gutes Buch dazu zu zeigen.
aber es hat irgendwie was mit Gefühl und Emotionen zu tun, deswegen kann man das gar nicht so gut beschreiben. Es ist irgendwie, hat irgendwas mit der Umgebung zu tun, oft mit dem Setting, das einen Eindruck macht, was einen wirklich emotional irgendwie mitnimmt und in das Buch hineinsaugen lässt. Und das ist für mich auch immer ein Zeichen, wenn ich mir die Umgebung sofort unglaublich gut vorstellen kann, ohne dass es viel beschrieben wird, dann ist es für mich schon eine gute Atmosphäre. Ich habe mich jetzt für die Eisfestung von Jonathan Stroud entschieden. Dieses Buch ist sehr umstritten und hat eigentlich auch eher sehr schlechte Kritiken bekommen, weil ich finde, dass auch der Klappentext sehr irreführend und falsch gewählt wurde. Es steht hier nämlich auch drauf, dass es ein spannender Psychothriller ist und ich würde das nicht so betiteln. Es geht hier um mehrere Kinder, um eine Kindergruppe, die sich so ein bisschen langweilt. Es ist Winter, es ist abends und sie wissen nicht so richtig, was mit sich anzufangen, bis irgendjemand dann vorschlägt von ihnen, mal in diese alte Burg, in diese Ruine zu gehen und dort zu spielen, also Eroberung, Krieg zu spielen. Und das machen sie dann auch. Sie brechen in diese Burg ein und spielen dann. Also sie haben dann eine unglaubliche Fantasie, wie sie diese Burg beschlagnahmen, wie sie sich verstecken und wie sie sich gegenseitig fangen und suchen wollen. Und alleine das schon, wie diese eisige Schneelandschaft beschrieben wird mit dieser Burgruine und wie sie dann diese Burg durchstreifen, das hatte mich schon gefangen genommen. Und dann wird aber aus dem Spiel ernst und es passiert ein Unfall und sie müssen sich jetzt nun durch diese eisige, beißende Kälte irgendwie Hilfe suchen und genau was da passiert, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es gar nicht mehr, aber es war jetzt nicht irgendwie eine Geistergeschichte oder ein Psychothriller, der großartige Morde oder blutiges Gemetzel irgendwie beinhaltet. Das war nicht so und man darf hier nicht so viel Action auch erwarten, obwohl hier jetzt Psychothriller irgendwie draufsteht und ja, es ist eigentlich, spielt das meiste sich irgendwie in den Köpfen in der Fantasie der Kinder ab und für mich war eben die Stärke des Buches das Setting und eben diese dichte Atmosphäre. Da es bei mir schon so unglaublich lange her ist, dass ich das Buch gelesen habe, weiß ich vieles nicht mehr und ich weiß auch das Ende nicht mehr und was jetzt eigentlich genau der Unfall ist. Deswegen habe ich erst überlegt, ob ich euch das Buch überhaupt zeigen will. Aber was eben hängen geblieben ist, ist gerade, dass ich diese Atmosphäre so gemocht habe. Und ich weiß immer noch in meinem geistigen Auge, wie das Setting ausgesehen hat. Und das macht es für mich irgendwie aus. Und deswegen habe ich es gerade gewählt, weil ich zwar viele Details aus der Handlung vergessen habe, aber das Setting und die Atmosphäre, die ist bei mir hängen geblieben. Und das ist irgendwie auch das Besondere des Buch. Falls es euch aufgefallen ist, Jonathan Stroud ist ja der Autor von Bartimeus und auch der Lockwood und Co. Reihe. Hier ist allerdings, meine ich mich zu erinnern, seine große Komik und Sarkasmus gar nicht so sehr enthalten. Also wenn ihr darauf euch freut, ich glaube, das ist hier jetzt nicht so explizit im Vordergrund. Dennoch ein wirklich besonderes Buch, wie ich finde. Auch in der winterlichen Zeit gut zu lesen. Die nächste Aufgabe lautet Gänsehaut, ein Buch, bei dem durch den unterschwelligen Horror sich so eine Gänsehaut ausbreitet, dass man sich nicht traut, auf Toilette zu gehen oder den Raum zu verlassen. Ein Buch, was mich wirklich gegruselt hat und wo ich auch wirklich Verfolgungswahn innerhalb meiner vier Wände bekommen habe, sodass ich überall das Licht anmachen musste, ist Geisterfjord von Ilsa Sigurdardottir. Da wird mir die liebe Sarah bestimmt zustimmen. Vielleicht hält sie es sogar in diesem Moment bei dieser Aufgabe genauso hoch wie ich. Denn hier, dieses Buch besticht wirklich durch seinen atmosphärischen, unterschwelligen Grusel. Und es ist zweigeteilt. Wir befinden uns hier auf zwei verschiedenen Geschichtssträngen, die dann irgendwann sich miteinander verweben. Zum einen gibt es hier eine Mordserie, die die Polizei auf Trab hält und wo sie sich dann auch Hilfe holen bei einem Psychiater. Und dieser Psychiater hat vor Jahren seinen Sohn verloren und er merkt schnell, dass diese seltsamen Vorkommnisse des jetzigen Falls irgendwas mit seinem Sohn zu tun haben könnte und hat irgendwie das Gefühl, sein Sohn könnte noch leben und ermittelt da natürlich erst recht
sehr, sehr engagiert an diesem Fall. Zum anderen treffen wir hier auf drei junge Menschen, die ein Haus renovieren wollen, mitten in einem verlassenen Walfängerdorf. Und ja, sie wollen sich da einen Traum irgendwie erfüllen. Aber dass es da gar nicht so schön ist, irgendwie Urlaub machen zu können oder so, das merken sie schnell. Es erscheinen seltsame Geisterwesen und sie sehen überall etwas, sie hören etwas und sie sind da halt ganz alleine auf sich gestellt. Und es ist so unheimlich gemacht. Es wird dargestellt, wenn eine Tür so knarzend aufgeht. Ich habe das richtig gefühlt. Und ganz toll fand ich nachher, wie diese Stränge halt zueinander gefunden haben. Da haben sich immer mehr kleine Details gefunden, wo man sagt, ach, das ist doch die Person aus dem anderen Erzählstrang. Weil zunächst wirkt das so, als hätten die gar nichts miteinander zu tun. Und das eine ist ja auch eher so ein Kriminalfall und das andere eher so eine Geistergeschichte. Ja, es steht Island-Thriller drauf. Es hat vielleicht etwas vom Thriller, aber es ist auch eine Geistergeschichte. Darauf muss man sich auf jeden Fall einlassen können. Und ja, ich konnte das total. Es ist ein Standalone, also kein Ermittler-Duo oder ein Ermittler, der immer wieder auftaucht, sondern das ist wirklich ein Standalone und das finde ich richtig gut. Sie hat wohl mehrere Island-Thriller geschrieben und da habe ich auch schon einige auf meine Wunschliste gepackt. Also dieses Buch ist wirklich ein Highlight, bei dem ich mich fast nicht getraut hätte, auf Toilette zu gehen und im Bett geblieben wäre. Und die letzte Frage. Bösartige Kreaturen. Zeige ein Buch, in dem es um bösartige Kreaturen geht. Und da ist es mir egal, ob es um Vampire oder um Zombies oder um Mutanten oder ähnliches geht. Genau, das waren meine Fragen. Verschiedene bösartige Kreaturen findet man auf jeden Fall in Der Monstrumologe von Rick Yankee. Das ist eine Reihe, die aus 4 Bänden besteht. Das ist natürlich der erste. Ich finde die Cover unglaublich cool gezeichnet. Auch das Innenleben ist öfter illustriert. Ich zeige es euch. Den Stil mag ich sehr, sehr gerne. Und auch das Buch bzw. den ersten Band habe ich sehr gerne gelesen. Wir treffen nämlich hier auf einen Waisenjungen. Das ist nämlich der junge Will Henry, der seinen Vater verloren hat und sein Vater hat zusammengearbeitet mit Dr. Warthrop. Der Doktor ist sehr exzentrisch und sehr launisch und er nimmt aber Will Henry auf als seinen neuen Assistenten. Aber er hat kein gutes Händchen dafür, ein Kind aufzuziehen. Vor allem ist die Umgebung, mit dem sich Dr. Warthrop hier begibt, nicht so gut für ein Kind. Erstmal ist der Will Henry überhaupt noch traumatisiert vom Tod seines Vaters und jetzt wird er mehr und mehr traumatisiert, was um Warthrop herum geschieht. Er muss erstmal mit den Launen von dem Doktor klarkommen und dann aber auch, was der Doktor behandelt. Denn der gute Doktor hat sich auf ein ganz besonderes Gebiet spezialisiert. Er ist Monstrumologe, das heißt, er studiert Monster und macht auch Jagd auf sie. Eines Nachts kommt ein Grabräuber zu Henry und zum Doktor, denn er hat einen unglaublichen Fund gemacht. Er hat eine Leiche ausgegraben, in die sich ein Monster verbissen hat. Und dieses Monster soll Dr. Warthrop nun untersuchen. Ja, und er stellt einiges fest und dass es wahrscheinlich nicht das einzige Monster sein wird, was in dieser Gegend sein Unwesen getrieben hat. Und dieses Monster scheint ja Menschen zu fressen. Das Ganze ist sehr blutig, manchmal sogar sehr eklig. Aber da es in der Vergangenheit spielt, im 19. Jahrhundert, hat es auf jeden Fall auch eine tolle Stimmung. Dr. Warthrop, den hasst man zugleich, findet man aber auch super spannend, weil er eben so viele Ecken und Kanten hat. Er hat sicherlich irgendwie mit auch eigenen Dämonen zu kämpfen. Manchmal ist er nett zu Will Henry, aber oft ist er auch einfach nur unausstehlich. Aber man merkt auch, dass er Will Henry braucht. Und die Entwicklung von Will Henry ist sehr interessant innerhalb der Reihe. Es ist eine Reihe, die auf der einen Seite wirklich sehr blutig und sehr eklig ist, auf der anderen Seite aber auch sehr schön, einen sehr schönen
Sprach- und Schreibstil aufweist, sogar auch manchmal sehr philosophisch. Ich finde, sogar im vierten und letzten Band wird das irgendwie so auf die Spitze getrieben. Da wusste ich gar nicht mehr so richtig, wo jetzt hier die Story ist. Aber es hat auf jeden Fall so etwas Besonderes, dass diese Reihe, obwohl ich sie nicht von hinten bis vorne in allen Elementen geliebt habe, einfach bei mir zu Hause stehen darf, weil ich glaube, wenn ich sie nochmal lesen würde, ich da noch mehr entdecken kann. Natürlich gibt es viele Geheimnisse aus der Vergangenheit seines Vaters, die Will Henry noch aufdeckt, und auch noch viele verschiedene Monster, die sie in anderen Fällen in Band 2, 3 und 4 halt auch noch aufdecken und jagen und recherchieren müssen. Ja, das war schon fast mit dem Tag. In der letzten Aufgabe möchte ich mich nur noch an euch richten. Was würdet ihr denn auf diese Aufgaben für Bücher zeigen? Und was ist das Buch, was euch die meiste Gänsehaut verschafft hat? Das würde mich sehr interessieren. Und ich möchte natürlich auch noch andere Booktuber taggen, damit sich der Tag hier ein bisschen auf Booktube verteilt im Spooktober und ihr noch andere gruselige Bücher zu sehen bekommt. Zum einen möchte ich natürlich alle Mädels des All You Can Read Buchclubs taggen, wenn das die liebe Sarah nicht schon gemacht hat. Dann den Buchschnack, die Book Friends Forever, Toto Liest, Creepy Creatures Reviews und die liebe Chrissy. Wie gesagt, selbst wenn ihr keine Horror- oder Gruselleser seid, finde ich, können die Aufgaben auch sehr gut mit anderen Büchern aus anderen Genres beantwortet werden. Darauf haben wir so ein bisschen geachtet. Aber ich habe natürlich möglichst viele Gruselbücher jetzt mit reingebracht. Ich möchte mit diesem Video ja jetzt meinen Spooktober so ein bisschen eröffnen und euch noch viele weitere Videos zum Thema Horror und Grusel zeigen und natürlich auch viele gruselige und unheimliche Bücher lesen, die ich euch dann auch vorstellen werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt und einen eigenen Kanal habt und ihr ja auch mitmachen möchte, dann macht das auf jeden Fall und sagt mir in den Kommentaren Bescheid, dann schaue ich auch da sehr gerne vorbei. Und wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Buchtipps. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.